allein schon die Verpackung, haben wir ganz lange diskutiert, das sind alles leicht pastellige Töne, die das symbolisieren, was dieses Produkt insgesamt auch ist. Das ist ein Produkt auf den zweiten Blick. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, ein bisschen wissen über das Produkt, dann weiß man einfach, dann hat man viel mehr davon. So finde ich das. Warum ist das ein Produkt auf den zweiten Blick? Also zum Beispiel eine Weihnachtsschokolade mit Zimt und Dings. Entschuldigung. Mit Zimt und Co., das versteht man sofort. Aber ich muss das tatsächlich ein bisschen erklären, dann erschließt sich die Welt. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Kunde, der davor steht, sagt, ach, Nina Ruge macht Kräutertaler, aha, lecker, probiere ich vielleicht mal. Aber es steckt noch viel mehr da drin. Und das ist, für, glaube ich, auch für Ihre Mitarbeiterin dann schon auch eine Aufgabe zu sagen, ich erkläre das dem Kunden. Beispiel Kräutertaler Hildegard von Bingen. Wir haben 70% kakaohaltige Schokolade genommen. Sie wissen ja alle, dass diese Schokolade ganz besonders dem Wohlbefinden zuträglich ist und der Professor muss nicht kommen. Das steht auch ja in allen Publikationen drin. Und wir haben gesagt, wir haben so viele Sachen probiert, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Karamellisierte Kräuter nach Hildegard von Bingen. Ich habe mich sehr mit Hildegard von Bingen auseinandergesetzt, weil ich einen Jugendroman geschrieben habe, einen Fantasy-Roman, in dem ihre Rezepte eine Riesenrolle spielen. Das ist Lucy im Zaubergarten, da beginnen die Pflanzen zu sprechen und egal. Auf jeden Fall habe ich mich mit der Hildegard sehr auseinandergesetzt und bin von ihrer Kräuterheilkunde sehr fasziniert. Und diese Anklänge haben wir hier in karamellisierter Form. Es ist Salbei, es ist Thymian und Rosmarin. Karamellisiert, das haben Sie hier auch auf diesen, sehen Sie auch, finde ich sehr schön, auf diesen nicht ganz runden, eben nicht maschinell abgestanzten Talern drauf. Und diese Kombination dieser Kräuter zusammen mit der 70%ig kakaohaltigen Schokolade, finde ich, ist ein Geschmackserlebnis. Das ist auch genau das, was Herr Hohmann eben gesagt hat. Da isst man nicht die ganze Packung auf einmal auf. Eins ist ganz toll und das entspricht auch meiner Philosophie. Eins ist super, vielleicht auch mal zwei, aber das ist so filigraner und sensitiver Genuss, dass das schon, man muss auch ein bisschen wissen, was halt da drin ist, sonst entfaltet sich nicht die ganze Geschmackswelt. Was ich auch sehr schön finde, die Designer haben sich für jede Verpackung zusammen mit uns was sehr Schönes ausgedacht. Hier ist ein mystisches Symbol aus dem Mittelalter drauf und ein Spruch. Reichtum ist viel, Zufriedenheit ist mehr, Gesundheit ist alles. Auf jeder Packung ist einer drauf. So, dann kommen wir. Sind die aus Ihrer Sammlung? Ja.